Ich habe da so einen Leseplan über eine App einfach. Da gibt es verschiedene Lesepläne und dieses Thema. Oder auch wie es geschrieben wurde, hat mich einfach sehr interessiert und ist sehr spannend. Und auch, ich finde es immer noch wichtig, wenn es dann mit einer Bibelstelle belegt wird. Weil man kann immer viel sagen, aber wenn da keine Bibelstelle dazu da ist, ist es halt immer schwer greifbar. Aber da sind immer Bibelstellen dabei und das ist echt sehr cool. Und dieses Thema ist das Thema Weisheit. Und ich denke, Weisheit ist jedem ein Begriff und wünscht sich auch irgendwie jeder in seinem Leben. Gerade wenn man so vor Situationen steht, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, was die beste Entscheidung ist, ob links oder rechts, ja oder nein, wo man einfach sich nicht sicher ist, wie es jetzt richtig ist zu entscheiden, da wünscht sich jeder in diesem Moment Weisheit. Und ich denke, die meisten von uns kennen auch so eine Situation, wo man auch zu Gott gefleht hat und gebetet hat, weil man einfach so planlos war und keine Ahnung hat, wie es jetzt weitergehen soll. Und irgendwie hat Gott auch immer einen Ausweg gegeben. Und dass Weisheit sehr wertvoll ist, merkt man gerade in diesen Situationen. Und das hat Salomo auch schon geschrieben in Sprüche 16, Vers 16. Da steht über den Wert der Weisheit: Weisheit erwerben, wie viel besser ist es als Gold? Und Verständnis erwerben ist vorzüglicher als Silber. Und das schreibt Salomo, und die sich etwas in der Bibel auskennen, die wissen, dass Salomo nicht irgendjemand war, der nicht wusste, was Gold ist, sondern er war derjenige, der ganz genau wusste, was Gold ist, weil er hatte so viel Gold wie kein anderer auf dieser Welt. Und er wusste wirklich, was Reichtum ist, er wusste, was es heißt, Gold zu besitzen. Und dann sagt er aber doch, die Weisheit ist viel besser als dieses Gold hier auf der Welt. Es bringt nichts, dieses Reichtum. Weisheit hat einen viel größeren Wert. Und Salomo hat auch das schon früh zu schätzen gelernt. Als er ja eingesetzt wurde zum König, verstand er schon, dass es viel besser ist, Weisheit zu haben, als diese materiellen Dinge, die ein König besitzt. Und Gott erschien ihm dann im Traum und hat zu ihm gesagt, du kannst dir bitten, was du willst, du wirst es definitiv bekommen. Und Salomos einzige Bitte war in dem Moment, gib mir bitte Weisheit, damit ich dieses Königreich regieren kann. Und Gott hat ihm diese Weisheit gegeben. Und da sehen wir auch im Zusammenhang einfach das echte Weisheit, dass sie immer von Gott kommt. Es gibt diese irdische Weisheit und es gibt echte Weisheit, die von Gott kommt, die wirklich weise ist. Und diese Weisheit, die hat einen unfassbar wertvollen, die ist unfassbar wertvoll. Und ja, Weisheit, das Wort kennen wir, das wünschen wir uns auch, aber wie kriegt man Weisheit? Die fällt nicht von der Decke, sie kommt nicht einfach so, sondern sie muss wirklich gesucht und nachgefragt werden, Weisheit. Und Weisheit ist eben ein Geschenk von Gott. Das heißt, weises Denken oder weises Handeln, das kann immer nur in Beziehung mit Gott entstehen. Das können wir nie von uns selbst. Das ist dann die irdische Weisheit, wo wir denken, wir sind so klug oder schlau. Aber diese echte Weisheit, die uns wirklich weiterbringt, die kommt nur von Gott, in der Beziehung zu Gott. Diese Weisheit, sie ist eben auch ein Geschenk, dass sie schützt uns vor schlechten Entscheidungen und gibt uns auch die Sicherheit für gute Entscheidungen, also weiterzumachen oder aufzuhören bei bestimmten Dingen. Ob wir nach links oder nach rechts gehen und wie stark wir da in die welche Richtung gehen sollen, das schenkt uns die Weisheit. Oder ob wir eben zurückkehren sollen von dem Weg, wo wir meinten, das ist jetzt richtig. Sprüche 2, Vers 6, da steht auch noch mal etwas über die Weisheit. Da steht auch, woher die Weisheit kommt, wer die Weisheit gibt. In Sprüche 2, Vers 6, da steht, er allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. So steht es in der Hoffnung für alle. Die anderen Bibelübersetzungen nehmen vom Thema her das Gleiche. Also da steht das Gleiche. Und Gott alleine gibt also Weisheit und Gott allein gibt es Wissen, wie wir richtig handeln können in bestimmten Situationen, zeigt uns auch diese Bibelstelle. Wie wir so handeln können, dass es zu Gottes Herrlichkeit ist und zu seinen Zwecken dient und somit auch automatisch zu unserem Besten, weil in der Bibel heißt es ja, alle die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Das heißt, wenn wir weise handeln, wenn es zu Gottes Ehre ist, zu seinen Zwecken, dann dient es uns automatisch zum Besten, weil wir dadurch unsere Liebe zu Gott zeigen. Und sie hilft uns auch immer zuerst nach seinem Reich zu trachten, damit er uns alles andere geben kann, wie er es uns auch verspricht. Und die Bibel ermutigt uns auch immer wieder nach Weisheit zu bitten. Gerade in Jakobus, er schreibt sehr stark im ersten Kapitel in Vers 6, da schreibt er,
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und das ist eine Zusage von Gott, dass uns definitiv Weisheit gibt, wenn wir sie brauchen, zu 100%. Der Vers danach ist auch sehr wichtig, sonst kann er dieses Gebet nicht erhören. Und zwar sagt er, man soll nicht zweifeln, man soll nicht sich unsicher sein, er hört mich Gott nichts, wie so eine Welle beschreibt es Jakobus, der einfach kommt und sie geht mal nach links und rechts, wird vom Wind getrieben. So soll es nicht sein, sondern wir sollen Gott felsenfest vertrauen, weil er versprochen hat, dass er uns die Weisheit gibt. Nicht, weil wir es fühlen, nicht, weil es, wenn es uns gut geht, dass wir denken, oh ja, jetzt habe ich Weisheit, sondern wir sollen einfach vertrauen, weil Gott es gesagt hat, ob wir uns so fühlen oder nicht. Und dann haben wir hier diese hundertprozentige Gebetserhörung und dieses Versprechen Gottes, dass er uns definitiv helfen wird, zu 100%, wenn wir so handeln, wie er es in seinem Wort sagt. Und wir sollen überall in unserem Leben nach Weisheit suchen. Wir können überall nach Weisheit fragen, auch mit anderen Menschen. Sagt die Bibel auch, ist sehr hilfreich, mit anderen Menschen, die schon Lebenserfahrung haben, mit denen sich auszutauschen, die Weisheit haben und diese Weisheit, die auf uns übergeht, dann auch nochmal weiterzugeben. Und wir können Gott auch immer darum bitten, in jeder Lebenssituation, dass er uns hilft, alles aus seinem Blick und seiner Perspektive und nach seinem Herzen zu sehen und so zu handeln. Und das wird uns enorm fortbringen im Leben. Und wenn wir eben nach Gottes Herzen, nach seinem Wort handeln, dann wird er uns diese Weisheit geben, die wir benötigen. Er wird uns niemals im Stich lassen und uns einfach vor einer Situation von der Wand stehen lassen. Und diese Weisheit oder diese Suche nach der Weisheit, sie soll aktiv und lebendig sein und immer wieder auf der Suche nach sowas Neuem, ein neuer Input von Gott. Also immer wieder, dass Gott uns mal Weisheit gibt, dass er uns zeigt, wie es ist richtig zu handeln, auch in kleinen Dingen, in kleinen Situationen. Und die Weisheit soll im ganzen Leben auch wachsen. Das steht auch als im Lukas-Evangelium, wo beschrieben wird, wo Jesus noch klein war, da stand auch, er nahm an Weisheit zu. Selbst Jesus, unser Herr, nahm hier auf der Welt immer mehr an Weisheit zu. Und das kam daraus zustande, dass er immer mit Gott verbunden war. So sollen auch wir alle unsere Entscheidungen vor Gott bringen, der uns Weisheit schenkt, wie wir leben sollen, der uns auch in seinem Wort zeigt, wie wir leben sollen, und das ist wirklich weise. Das ist nicht wie dann die irdische Weisheit, wo man denkt, das ist jetzt klug gewesen, jetzt habe ich noch mehr Geld gemacht oder sonst irgendwas, sondern wirklich diese Weisheit Gottes. In der Bibel steht auch, Jesus wurde uns zur Weisheit gemacht, und für die Menschen auf der Welt, die diese Rettung nicht angenommen haben, für die ist es einfach eine Torheit, eine Dummheit, steht in der Bibel. Steht auch über die Juden, die wollten das eine, die Griechen, die suchten nach Weisheit, aber Gott hat die ganze Weisheit, was wirklich weise ist, in Jesus Christus verbracht. Und wir sollen nicht nur zum Eigennutz für uns diese Weisheit verwenden, die uns Gott gibt, sondern den anderen sollen wir auch weiterhin schenken, Weisheit schenken oder geben, wenn wir helfen können, wenn Gott uns Weisheit schenkt, für die Nöte und Sorgen von den anderen da sein und auch füreinander da sein in dieser Situation, wo Gott uns Weisheit schenkt. Und gleichzeitig hat Weisheit aber auch eine Gefahr in sich. Ich glaube, das sieht man auch an Salomo. Da hat man, die Weisheit kann einen auch zu Hochmut bringen. Wenn man meint, ich weiß so viel, dass ich schon alles weiß, kann sie auch einen hochmütigen Menschen aus einem machen. Aber wichtig ist, dass man Weisheit erhält und Weisheit in Demut bittet, dass man weiß, ich bin nichts vor Gott, ich weiß eigentlich gar nichts vor Gott, alles, was ich weiß, das kommt nur von Gott. Und ich glaube, das kann man auch in dem Gespräch zwischen Hiob und Gott sehen, als Hiob ja einfach mit seinen Freunden gesprochen hat und dass Gott ihm dann erschienen ist und ihm alles aufzählt, weißt, wie die Sonne aufgeht, weißt, wie das Meer sich zurückhält, dass es nicht überläuft. Und viele weitere Dinge, das wissen, das können wir alles gar nicht verstehen, wie Gott das gemacht hat. Die Wissenschaft kann zwar sagen, wie Ebbe und Flut funktioniert, aber wieso das überhaupt da ist, entsprungen ist, das versteht kein Mensch. Das weiß nur Gott, das kann nur Gott machen. Und so sollen wir in Demut vor Gott kommen, weil Weisheit etwas total Schönes und unfassbar Wertvolles ist und Gott darum bitten. Und sie wird von Gott gegeben, sie wird von Gott geschenkt, die Weisheit. Und sie ist wertvoller als alles Gold auf dieser Welt. Weisheit ist ein kostbares Gut, wovon wir niemals genug haben können, die nur Gott schenken kann und zu einem enormen Segen in unserem Leben werden kann.
Wir sollen nach Weisheit suchen und wir sollen auch Weisheit geben. Weisheit, echte Weisheit, die nicht hochmütig ist und sich über alles überhebt, sondern die demütig ist und sich vor Gott unterwirft, sodass Gott auch durch diese Weisheit immer mehr, dass wir immer mehr Verständnis haben, dass Gott die erste Priorität in unserem Leben sein soll, weil Gott alles Leben gibt, weil er Weisheit gibt, weil er der Ursprung des Lebens ist. Amen. Ich würde gerne noch beten zum Anfang und wem es möglich ist, darf dazu aufstehen. Ja, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns so viel Weisheit gibst und in Jesus Christus alle Weisheit aufgegeben hast und gezeigt hast, Herr, bitte hilf uns auch, diese Weisheit zu verstehen und sie zu greifen, so wie du es möchtest, so was du auch für uns am Kreuz verbracht hast. Hilf uns, die ganze Tiefe zu verstehen, die du uns gegeben hast, und hilf uns, immer nah an deinem Herz zu sein, sodass wir verstehen, was Weisheit ist, dass wir echte Weisheit haben, auch für unser Leben, jeder Einzelne hier und der auch heute nicht hier ist, dass du einfach hier uns ein Brennen im Herzen gibst, dass wir nach Weisheit suchen, nach echter Weisheit und auch danach handeln. Ich würde sagen, vom Gottesdienst segne alle Dienste, alles, was für dich jetzt hier heute getan wird, sei du in unserer Mitte, in Jesu Namen. Amen.